Ja. Ja, stimmt. Boah. Mal gucken, wo es hingeht, ne? So, ich muss los. Ja, man sieht sich dann mal wieder. Na? Mach's gut, also bis dann. Ja, moin moin, liebe Trucker-Freunde. Es ist Dienstag früh 7:30. Ihr seht, es ist Verkehr. Hier sitzen schon Leute und frühstücken. Wir sind in Gezer. Wir erinnern uns, wir sind mit der Fähre rübergefahren von Travemünde. Nicht wie fälschlicherweise angenommen von Rostock. Ich bin dann nur von der Fähre runtergefahren und habe dann hier meine Pause gemacht. Wir müssen ja nach Kopenhagen. Das ist von hier aus nicht mehr weit. Runde habe ich vorhin schon rumgemacht, als ich ausgestiegen bin hier. Ich habe mir, wie gesagt, schnell einen Kaffee gezogen. Deshalb können wir auch gleich rein. Und können dann auch gleich losmachen. Ihr seht, 2 Stunden haben wir noch bis dorthin. 118 Kilometer sind es noch. Ja, würde ich gar nicht lange rumschnacken wollen, sondern dann machen wir uns hier auf den Weg. Hier mit dem Kollegen, der da eben stand, habe ich so ein bisschen erzählt gehabt. Ich habe noch mal ein bisschen an der Aufhängung gearbeitet, hier an der Einstellung. Ihr erinnert euch, an der Abfahrt gestern nach Travemünde hat es einmal so geknallt. Hier, als ich auf den Parkplatz rauf bin, hat es auch so gescheppert. Ich schätze mal, das liegt am starken Einnicken beim Bremsen. Behaupte ich jetzt mal. Ja, gestern Abend bin ich dann noch mal, habe ich noch mal ein bisschen Online-Sachen gemacht und ja, bin dann auch rechtzeitig schlafen gegangen. Auf der Fähre, da kannst du da ja bloß sitzen, da hast du ja nicht für das kurze Stück, da bringt das nichts. Siehst du, genau das ist das, was ich meine. Eieieiei. Also da weiß ich noch nicht, ob das mit der, ob das an dem LKW selber liegt oder ob das an der Ramme vorne liegt. Ah, das ist ja wieder. Dankeschön. Das muss ich mal beobachten. Das wäre natürlich nicht so schön, wenn das hier so ein bei jedem Huckel hier so ein Gepolter geben würde. Naja. Ja, ansonsten, wer die letzte Folge gesehen hat, Thema Pro-Mods hat sich auch geklärt, das ganze ja, Theater will ich gar nicht sagen. Ja, ich war schlicht und ergreifend noch auf der alten Pro-Mods unterwegs oder wollte damit los, auf der 232.
Aber wir haben ja mittlerweile die 233 draußen. Und die habe ich auf meinem anderen System, womit ich viele Sachen ausprobiere und das ist so mehr wie so ein, es ist ein Gaming-Laptop, da probiere ich halt viele Sachen aus. Da habe ich sie halt drauf und war fälschlicherweise der Annahme, auf dem Gaming-PC hier hätte ich die ProMods auch schon drauf. Habe ich nicht, wie wir ja festgestellt haben. Ist auch nicht schlimm. Ich möchte mal das Baltikum so mir mal anschauen. Das machen wir auch erstmal. Ich habe also vor, wenn wir hier in Kopenhagen ausgeladen haben. Wir laden ja hier nur aus. Wir nehmen auch wieder auf. Wir brauchen die Büchse nicht abgeben. Dass wir dann rüber nach Schweden kommen nach Möglichkeit. Ich möchte einmal in Karlskrona vorbeischauen, dort in der Niederlassung. Ich möchte dann eigentlich die Situation nutzen, um von dort nach Möglichkeit rüber ins Baltikum zu kommen. Mal gucken, wie, ob über Finnland oder Fähre oder. Müssen wir mal schauen. Und dann werden wir mal durchs Baltikum fahren. Ja. Und dann gucken wir uns mal das Baltikum an. Wobei der, wer sich eine schöne Baltikum-Runde anschauen möchte, unter anderem, der, ich denke die meisten Zuschauer werden es wissen, aber der Tom hat, ach, wann war es, letztes Jahr, Herbst 2018 irgendwann, eine schöne Tour gedreht, nennt sich Mare Baltikum. Also das war eine ganz fantastische Tour, die er da gefahren ist. Na, das kommt jetzt. Oh, der ging jetzt wieder. Ja, so eine schöne Balti, also richtig so eine Skandinavien-Tour, das würde ich auch noch mal irgendwann machen wollen. Dann auch auf der ProMods. Müssen wir schauen, wann wir die Situation dort haben. Vielleicht andere Richtung als Tom, genau entgegengesetzt. Mal gucken. Ja, nach Österreich würde ich ganz gerne fahren wollen. Mal gucken, ob wir, wenn wir Baltikum absolviert haben, uns vielleicht dann durch Polen, Tschechei Richtung Österreich aufmachen. Dort würde ich ganz gerne den Hermi besuchen. In seiner Garage in Salzburg. Das ist ein guter Freund. Ist auch im Trucking-Geschäft tätig. Ja, das ist so, ich sag mal, so langfristig Ziel will ich gar nicht sagen, weil so ewig durchs Baltikum wollen wir nicht juckeln. Wir gucken uns das einmal an, wir versuchen durch die drei baltischen Staaten zu kommen. Sagen wir mal so, wir versuchen oben anzufangen in Estland, hangeln uns dann durch, um dann wo auch immer, Polen, Tschechei, nach Österreich zu kommen. Das wäre so ein Etappenziel. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ansonsten, die hier zuschauen, die kennen ja die üblichen Verdächtigen, allen voran den Tom Diesel. Ich würde das storytechnisch jetzt hier nicht einbinden wollen, als wenn wir uns gar nicht kennen. Ja, der Tom, der ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt ziemlich geheimnisvoll. Da ist ein neuer Truck am Start bei ihm. Ich schätze, wenn die Folge rauskommt hier, meine Folge, dann ist er mit seinem Baby dann schon am Start.
Ich weiß auch, was es ist, aber ich werde es natürlich partout nicht verraten. Aber ich kann euch sagen, ein Geschoss. Da hat er was Schönes auf die Beine gestellt. Hat viel Arbeit gemacht. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe die Suspension Stiffness, habe ich ja gesagt, habe ich noch mal ein bisschen nachgestellt. Ich glaube, die Bremsen sind mir ein bisschen zu stark eingestellt. Da muss ich, glaube ich, noch mal ran. Blitzer. Muss nicht sein. Wir haben schon einmal kassieren müssen auf dieser Tour. Ach, ich wollte nach dem Straßensperren-Mod gucken. Ach, habe ich vergessen. Gut. Machen wir denn das nächste Mal? Und wann auch immer das sein wird, ich werde beruflich dann nach dieser Folge, also wenn die Folge kommt, bin ich beruflich schon eine ganze Zeit unterwegs. Dann bin ich wahrscheinlich schon wieder fast auf der Rückreise. So, da drüben ist DSV. So, da wären wir. Gucken, wo sie uns hin haben wollen. Gleich vorne an, das passt ganz gut. So. Ne, da sind wir doch ein bisschen schief, ne? Kann das sein? Da drüben ist doch unsere Linie so dicht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Heute treffen wir noch nicht so gleich das Scheunentor. Aber alles wird gut. Das sieht ganz gut aus. Pünktlich sind wir auch. Okay. So, entweder bin ich noch verwirrt
Das ist, glaube ich, gar nicht unsere Spur hier, kann das sein? Ja. Ja. Kann ja nicht schaden, so ein bisschen zu üben, ne? Machen wir gleich nochmal ein Bildchen hier. Dann gucken wir mal runter hier auf die Ramme. Ah. Ah, ja, 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 ja. Ey, 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 ey. Ja, das ist der Preis des Tiefseins, ne? So, mal rein. Ihr habt also gesehen, ich kann in erster Reihe einparken. Und dann parken wir jetzt mal richtig ein. Da, wo wir nämlich hin sollen. Wollte ich euch nur mal zeigen, dass ich das auch gleich ganz vorne kann. So. Ich hatte es, glaube ich, schon gesagt, wir behalten die Büchse drauf. Die nehmen wir dann mit nach Rotterdam. Wenn wir dann irgendwann eine Rückladung nach Rotterdam haben. Ich denke mal, wir werden es vom zeitlichen Ansatz. Unsere Österreich-Runde fällt mir gerade so ein. Ich habe noch so ein bisschen das amerikanische Modell vor Augen. Das werden wir gar nicht schaffen. So ohne weiteres. Naja, schauen wir mal. So, Freunde, so wird's gemacht. Ich tappe hier mal rein. Wo sind wir? Da sprang doch schon irgendwo so ein jemand dort rum und ich habe noch gar keine Rückladung. Wir mal gucken, was die hier vielleicht haben für uns und dann. Hi. Türen auf. Okay, mache ich. Und dann kommt ihr. Alles klar. Danke. So, ich mache die Türen auf und dann sehen wir uns gleich wieder und dann gucken wir mal, wo es weiter hingeht. Also bis gleich. Alles klar, Dankeschön. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. So, da bin ich wieder. Ein bisschen schnell hier. Ging richtig super hier. Ich bin rein. Ich habe da ein bisschen telefoniert. Die hatten einen Auftrag, der war noch nicht vergeben. Und was soll ich sagen? Wir machen erstmal noch ein Foto. Es geht direkt nach Karlskrona mit was ganz Ausgefallenem, nämlich mit Dosenrindfleisch. Wer sich daran erinnert, wir haben auch gerade Dosenrindfleisch hierher gebracht. Ich muss mal schnell hier reinbremsen. Das ist mir ein bisschen zu stark. Nee. Die müssen wir mal ein bisschen runternehmen. Mal gucken, wie es ist. Den können wir auch mal ein bisschen runternehmen, damit wir ein bisschen mehr Pep reinkriegen. Ja, Dosenrindfleisch. Also wenn es nicht so schnell gegangen wäre, hätte ich ja gesagt, die haben meine Fuhre hier portioniert für dort. Aber das ging so schnell, das war schon vorgepackt. Ja, fahrzeitmäßig 4 Stunden. Wann sind wir heute Morgen los? 7:30. Könnte mit der Fahrzeit, oh, sag mal, was ist denn los heute? Könnte mit der Fahrzeit sich ausgehen, wenn ich ziehe mir eine 10er, dass
Wenn hier nicht irgendwie groß was passiert, sollten wir das also nach Karlskrona schaffen in dieser Fahrzeit. Oh, hier schön fertig gemacht. Cool. So. 519 Kilometer. Sprit haben wir noch drin. Gucken mal kurz auf die Map. Es geht dann wahrscheinlich hier Trelleborg. Geht's über die Brücke, vermute ich mal. Dann hoch Karlskrona und dann dann sehen wir von da aus weiter. So, nicht zu schnell fahren. Ja, mit der Stunde Ladezeit eben, also bis 5:30 dürfen wir so oder so fahren. Ja, das sollten wir. Das sollte alles machbar sein. Bremse, ja, das ist okay. Na, nun komm rüber hier. Ja, endlich mal wieder Skandinavien nach langer Zeit. Ich bin gerne in Skandinavien unterwegs. Hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Bin auch im wirklichen Leben großer Dänemark-Fan. Wir haben übrigens wieder 22 Tonnen drauf. Ja, der Hermann M. Punkt. Der Hemi, der ist zurzeit zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos mit einem MAN unterwegs. Früher zurück, als ich gedacht hatte, weil er der eine OP über sich ergehen lassen müssen. Hat auch dazu geführt, dass er in seinem Video dort in dem MAN auf Automatik umschalten musste. Und der fährt dort zum gegenwärtigen Zeitpunkt, bringt der, ich glaube, es ist ein Case, zumindest im wirklichen Leben wäre es ein Case, so ein riesen Schlepper als Schwerlasttransport dort fährt er gerade, liefert er aus. Und ja, das ist ein MAN, den er da gerade hat mit 500 und ich weiß nicht, 40 PS, glaube ich. Oh, der tut sich schon stellenweise ganz schön schwer, der Bursche, muss ich sagen. Der MAN. Also scheint ganz schön Gewicht zu haben, der Schlepper dort, den er da hat. Hier auch Schwertransport. Das ist übrigens etwas, was ich mir auch vorstellen könnte, langfristig da so ein bisschen nicht ins absolute Heavy-Duty-Geschäft einzusteigen, also hier Heavy-Duty, ja, also hier richtig Schwertransport, aber so mit zwei, drei Achsen Tiefbett, Auflieger, mal gucken.
Kontostand übrigens 13, ihr seht es oben, 13.000. 1.900 haben wir gerade bekommen. Das ist quasi ja schon ein bisschen mehr ist gerade abgezogen worden von den täglichen Abzügen. Ihr wisst, da sind wir bei 2.100, um alles zu bedienen, was wir bedienen müssen. Ganz kurz ran. Ich muss da mal ganz kurz für die ganz kleinen Jungs und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Dann gehen wir gleich zurück. Ich wollte mir erst noch Kaffee ziehen, aber da war so voll. Ich will mich auch gar nicht lange aufhalten hier. Weil ihr wisst ja, Zeit und Geld und... Ups, das klang so, als wenn uns hier einer überfahren wollte. So, hier Kollege SS Staplehurst. Fair kam ordentlich was los hier. So, rein in die gute Stube. Bummel ist uns nicht gegeben. Weiter geht's. Hotte Hü. Alles frei. So, hier geht's für uns runter. Ausmachen. So, auf wie geht's? Mal 87 machen wir mal fest. Also ob das so die Goldrandlösung wird hier. Aber das mit der Ramme gefällt mir echt gut. Ich mache ihn eigentlich gar nicht abnehmen. Oh, Tenden. Aha. Sehr schöne Autos haben die, Tenden. Also auch im wirklichen. Ganz feine, feine, fertig gemachte Trucks. Scanias und Volvos.
Ja, die Tour hier waren bis, ich glaube, 495 Euro, die wir kriegen hier. Oh, hier kommt eine Tankstelle. Das werden wir, glaube ich, mal gleich ausnutzen. Das werden wir gleich mal ausnutzen, bevor wir noch das große Erwachen bekommen. 3 Stunden 8, 4 Stunden 11. Oh, da müssen wir uns aber auch dann sputen. Dann mal raus aus der guten Stube. So, hier kann man, nehmen wir mal den Rüssel hier und dann geht das da rein und dann geht's los. Tja, war die Tankfüllung teurer als das, was die Fuhre hier einbringt? Okay. Gut, ich gehe hier mal schnell rein zum Bezahlen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Bezahlt. Alles ist gut. Und dann wollen wir uns hier auch gar nicht lange aufhalten. Nicht mal Zeit für ein Käffchen hier. Aber wir sind, ich will nicht sagen spät dran, aber ihr habt es ja gesehen. Großbummeln ist uns nicht gegeben. Nee, Freundchen, das ist gut gemeint. Oh, hier. F10. Schönes Ding. Na. Ups. Das passt mir eigentlich gar nicht, dass wir hier einen vorhaben. Ja, das ist ja auch, kommt ein Kreisel und wir müssen überholen.
Ah, sehr schön. Der Kollege fährt dahin. Mal hier die Ala-Kühe oder wie? So, 70 liegen an. Wollen natürlich auch nicht schneller sein, als wir dürfen. Zwei Stunden 45 zu 3 Stunden 35. Boah, wird ein Fotoeinlauf, würde ich sagen, ne? Da kommt auch eine Tankstelle, hätten wir auch tanken können. Naja. Hätten wir nicht abbiegen brauchen. Egal. Hier. Ja, ich hoffe, dass Skandinavien irgendwann in der Map selbst von SCS auch noch mal nach oben hin erweitert wird. Da sind ja noch, glaube ich, hatte ich in der letzten Folge auch kurz drauf, oder bin ich kurz drauf eingegangen. Da sind ja noch ein paar kahle Stellen, die man schön erweitern könnte. Wohin es kartentechnisch hier im SCS gehen wird, kann ich nicht sagen. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht mehr. Balkan ist noch komplett offen. Spanien, Portugal. Und dann könnte man eigentlich das vorhandene alte Material, so wie man das mit Deutschland ja schon angefangen hat, erneuern. Skandinavien könnte man erweitern. Weiß nicht, wie weit man vielleicht noch in Russland reingeht. Leningrad hat man ja jetzt schon. Russische Gemeinde ist ja, Fangemeinde ist ja riesig. Na, na. So, eigentlich sind wir nicht zu schnell. 69 sind eingestellt. Ja, seht ihr schon, da nach oben ist Raum für mehr. Wo befinden wir uns map-technisch? Können wir mal schnell gucken. Ja, wenn es da, könnte man eine Verbindungsstraße machen. Ja.
genau das denke ich mir nämlich. Mal schauen, wie lange ich mir das noch antue. Aber wie gesagt, optisch finde ich es ganz schön mit der Ramme eigentlich. Oh, hier Magnum. Spedition Ohl, auch bekannt. Der Kais Kof, glaube ich. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, der hat einen Magnum gerade bekommen. Also bei manchen, da weißt du nicht, was du sagen sollst. So. Hier, ganz andere Wohnwagen. Habe ich so auch noch gar nicht gesehen im Spiel. Sonst sind ja die gängigen Hobby-Wohnwagen im Spiel. Schön. Binfort? Ja. Ja, schönen guten Tag. Ja, was kann ich für Sie tun? Ich bin momentan in Schweden unterwegs. Aha. Ja. Ja, das ist wohl richtig, ja. Ein Krone, ja. Ein Kroneauflieger. Ja, aber woher wissen Sie, dass ich einen Kroneauflieger noch habe, der nicht genutzt? Ach, vom Wim. Alles klar. Ja, ach so, Sie kennen sich, ja. Ach, Sie haben die Nummer vom Wim. Aha. Und Ihr Name war... Ich habe Ihren Namen nicht ganz verstanden. Mark, alles klar, okay. Ja, ich habe... boah, jetzt habe ich das erstmal verstanden. Ich habe einen Krone-Auflieger, das ist richtig. Plane, Gardine. Der wird zurzeit nicht genutzt. Der ist ein Dreivierteljahr alt, der steht. Dafür habe ich kein Fahrzeug zurzeit. Es überrascht mich jetzt, oder sie überrumpeln mich jetzt gerade. Ich könnte mir vorstellen, ihn zu verkaufen, bevor er da rumsteht. Ja, und Sie haben Interesse. Ja. Ach, der Wim hat gesagt, Sie sollen mich anrufen. Ja, alles klar. Ja, also ich sage erstmal nicht nein. Das überrumpelt mich gerade. Ja, ist okay. Das machen wir. Ich denke da mal drüber nach. Oder beziehungsweise ich spreche mit Wim nochmal. Und dann wird sich entweder der Wim oder ich... Wir werden uns dann bei Ihnen melden. Aber ich kann mich gar nicht melden. Ich habe gar keine Nummer von Ihnen hier. Sie haben mit unterdrückter Nummer angerufen. Der Wim, alles klar. Ja, kommt jetzt überraschend, aber klar, können wir machen. Also ich denke zumindest drüber nach. Und
Der Wim hat ihre Nummer, wie Sie schon gesagt haben, und dann werden wir, entweder ich oder der Wim, einer von uns beiden, der wird sich dann melden. Ja, fein. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, aber alles gut. Ja. Ja, danke. Ja, Ihnen auch. Danke, wiederhören. Ja. Das kam jetzt gerade ein bisschen überraschend. Habt ihr mitgekriegt? Da gibt es einen Interessenten, der den, der habt ihr mitbekommen, der ist an dem verbleibenden und nicht genutzten Hobbyauflieger. Wie komme ich auf Hobby? Weil ich gerade Wohnwagen fahre. Und an dem nicht genutzten Kronauflieger interessiert. Oh, das ist. Zurzeit totes Kapital. Also bevor der da rumsteht. Vermietet bekommen wir ihn nicht. Ja, ich werde mit dem Wim her gleich mal sprechen und ja, wenn der den kaufen will und da preislich da in unsere Richtung geht, da muss ich auch erstmal sprechen. Ich weiß gar nicht, was man da für so ein Dreiviertel ja, alten Auflieger nehmen kann, dann geht der weg. Das ist natürlich eine ganz feine Sache. Dann sind wir da schon mal etwas flüssiger wieder. Und wir haben nicht totes Kapital rumstehen. Sehr schön, das gefällt mir gut. Danke. So, wo müssen wir denn hier hin? Also hier offensichtlich nicht. Ups. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich muss mal gucken, wo wir hier hin müssen. Oh, so ein Schiedwetter hier. Ach da, alles klar. Ja, dann mal rein hier in die gute Stube. Na, das passt ja wieder hier mit den Fehlen hier. Das ist ja. Nee, da sind wir noch nicht richtig. Ich glaube, hier haben wir uns in eine Ecke reinbuxiert. Upsala. Alles noch dran, nichts passiert. Ja, das sieht gut aus.
Denkste Puppe. Wenn man nicht einmal vernünftig guckt. Hier ist doch noch irgendwo rechts, ist doch noch hier so ein. Auch noch so ein Pfeiler irgendwo. So. Jetzt aber. So, da sind wir. Motörchen machen wir mal aus. Dann hüpfen wir hier mal raus. Hier ist kein Schwein weit und breit zu sehen. Ich klopf hier mal an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich bin schon drin. Wir haben abgeladen. Oder ich habe abladen lassen. Wir sind durch für heute hier. Also im Sinne von vom Fahren. Wir fahren jetzt noch eben schnell zu der Garage. Ich habe gesagt, ich möchte da ganz gerne mal reingucken. Büchse ist leer. Liftachsen sind hoch. Alles ist gut. Und dann, wenn ich hier mal Navi habe. Ne, wir müssen rechts rum. Oh, hier 105er. Das ist ja wieder knapp ohne Ende. Wenn wir da sind, Ladung gucken wir morgen. Machen wir Feierabend für heute. Dann haben wir auch wieder eine schöne Runde gedreht. Und dann schauen wir mal, wie es nächstes Mal weitergeht. Aber mir fällt gerade ein, das machen wir nochmal anders. Wir fahren noch mal hier in die Werkstatt. Ich will da noch mal was checken lassen. Gucken, ob wir da mit der Ramme noch irgendwas machen können. Was ist nun los hier? Kleine Gruppe wäre auch gut. So. Ich husche hier mal rein. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe hier mit dem Werkstattmeister gesprochen. Er sagt, da kann man nichts machen. Entweder baust du ab oder fährst halt vorsichtig. Naja, mal gucken. Ich lasse jetzt erstmal noch dran.
So. Mensch, es regnet hier und regnet. Da war gar nichts eben. Naja, mal gucken. So, hier soll es sein. Das sind also die heiligen Hallen von Skabalux in Karlskrona. Wir stellen uns hier mal hin. So, aus die Maus, Mickey Maus. Dann huschen wir hier mal schnell rein. Ups, den können wir schnell hier unter. So. Paar letzte Worte noch für heute. Ich gehe hier mal rein, werde mir das mal alles anschauen. Und dann werden wir in der nächsten Folge schauen, wo es uns dann hin verschlägt. Ich habe gesagt, nach Möglichkeit Richtung Baltikum. Oh, mir ist das hier echt zu rutzelig. Ich husche hier schnell rein. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also Männer, ciao, ciao, bis dann.